Mein Name ist Matthias Haudel, ich bin Professor für Systematische Theologie und lehre hier an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Zugleich habe ich einen Lehrauftrag an der Universität Bielefeld, wo ich den kleinen theologischen Fachbereich noch unterstütze. Außerdem bin ich tätig für die Evangelische Kirche von Westfalen im Bereich Ökumene. Bevor ich 2006 hierher nach Münster kam, um an der Universität tätig zu sein, bin ich lange Gemeindepfarrer in Soest in der St. Petri-Pauli-Kirchengemeinde gewesen. Und so geht es am Sonntag, dem 20. Juni, bei meiner Verabschiedung auch darum, dass ich von Oberkirchenrat Dr. Möller vom offiziellen kirchlichen Dienst entpflichtet werde. Es geht also nicht um die Verabschiedung von der Universität, denn an der Universität werde ich weiter tätig sein. Mein Konfirmationsspruch stammt aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Mein Lieblingssonntag ist der Sonntag Trinitatis, denn nach den großen Kirchenfesten Weihnachten, Ostern und Pfingsten wird offenbar, dass sich Gott in der Heilsgeschichte mit den Menschen als Vater, Sohn und Heiliger Geist erschlossen hat. Es wird deutlich, dass der dreieinige Gott in sich selbst die vollkommene Gemeinschaft der Liebe ist und uns geschaffen hat, um uns an dieser Liebe Anteil zu geben. Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Nicht umsonst heißt der Untertitel der Gotteslehre, die ich geschrieben habe, die Bedeutung der Trinitätslehre für Theologie, Kirche und Welt. Denn der dreieinige Gott hat sich als Schöpfer, Erlöser und Vollender erwiesen. Und deshalb gibt es keinen Wirklichkeitsbereich, für den die Trinitätslehre nicht relevant wäre. Da ich in der Corona-Zeit mein UTB-Band über Theologie und Naturwissenschaft abgeschlossen habe, konnte leider die Frage nach neuen Hobbys überhaupt nicht aufkommen.